Vom Türsteher zum DJ. Das ist der Weg von Stefan Handcheck im Empire St. Martin. Im Stadl steht er seit 7 Jahren hinter den Turntables. Ich war im 2000er Jahr, wie wir aufgesperrt haben, war ich als Türsteher da. Waren 2, 3 geile Jahre, aber ich habe dann irgendwann einmal gemerkt, es ist eher nichts für mich. Am 9. März 2000 startet die erste Party im Empire. Ganz am Anfang war der Grund von einer Disco, dass man Musik hört, die man, blöd gesagt, daheim nicht hören kann, dass man Leute kennenlernt, dass man seine Freunde trifft und so weiter und so fort. Und seitdem Social Media da ist, seitdem Spotify und YouTube gibt und Co., sind eigentlich die Grundbedürfnisse einer Disco weg. Das heißt, man muss immer wieder neu erfinden und immer wieder neue Ideen am Markt bringen. Ideen wie Motto-Partys, Spiele am Dancefloor oder neue Drinks. Die Trends hier sind schnelllebig. Man ist immer selber auf die Social-Media-Kanäle unterwegs, sei es TikTok oder Instagram. Und wir halten immer die Augen offen, was ist gerade in, was ist gerade Trend. Und aufgrund dessen sind wir relativ schlagfertig durch ein junges, motiviertes Marketing-Team, dass wir dann die Veranstaltungen anpassen können und dann wirklich am Punkt die Veranstaltungen setzen können. Mittlerweile ist Oberösterreichs größte Diskothek 22 Jahre alt. Heute wird Geburtstag gefeiert. Diesmal haben wir ein bisschen nicht so viel Vorlaufzeit gehabt in der Planung, weil wir ja vor 6 Wochen noch gar nicht einmal gewusst haben, ob wir aufsperren dürfen. Also die Pandemiezeit hat uns schon gelernt, auch kurzfristiger zu denken und schneller zu agieren. Der Deutschrapper Bowser. Hyper, hyper! Scooter-Frontman HB Baxter oder Star-DJ Timmy Trumpet. Sie alle waren schon zu Gast hier. Wir haben extrem viele coole, gute Acts da gehabt. Wenn ich nur überlege, zum Beispiel Martin Garrix, die aktuelle Nummer 1 in der DJ-Weltrangliste, hat den ersten Gig in Österreich bei uns gespielt. Mein persönlicher Highlight-Act, glaube ich, jetzt im Nachhinein gesehen, weil aufgrund von DJ Mark und Co. und weltbekannter Nummer 1 DJ war der Martin Garrix. Dann haben wir zu einem super Zeitpunkt gebucht, da war gerade das Lied Animals heraus und das war das Gold-Booking schlechthin. Und das nächste Booking übrigens, am 22. April kommt YouTube-Star Katja Grasewitsche ins Empire nach St. Martin.